Irgendwie scheint es, als hätte es bei den alten Griechen schon alles gegeben, was uns heute modern erscheint. Internet sicher noch nicht. Ach, ich meine doch nicht das Technische. Ich meine das Menschenbild, diese Typen, so den Pflichtbewussten zum Beispiel oder den Kämpfertyp. Oder auch die Lockeren, die einfach nur Spaß haben wollten. Tja, die ganz bestimmt. So hippie-mäßig. Zum Beispiel der Aristipp. Der war echt hip. Der alte Aristipp hat seine Tochter Arete philosophisch gebildet und ziemlich frei erzogen. Von der lernte dann der Enkel, der hieß auch Aristipp, und bekam den Beinamen Mutterschüler. Und was lernte das Muttersöhnchen von seiner Mutter? Dass es ganz natürlich ist, Lust zu empfinden und Lust zu suchen. Die meisten Mütter ticken da doch ein bisschen anders. Es sei denn, es sind 68er. Woodstock im alten Hellas. E-Gitarren gab's noch nicht. Aber Musik hatten sie schon. Eher so mit Lyra. Make love, not war. Da wäre ich ja gern mal dabei gewesen bei so einer Griechenparty. Wein hatten sie wohl auch. Wobei es bei den Kyrenaikern auch Pessimisten gab. Den Hegesias zum Beispiel. Der hatte wohl null Bock. Der hatte nur begriffen, dass immer Lust süchtig macht und richtige Glückseligkeit auf Dauer nicht machbar ist. Außerdem könnte man auch den Schmerz und das Leid nicht dauerhaft vermeiden und darum wäre es eigentlich vernünftig, Schluss zu machen mit dem Leben. Wie? Mit dem goldenen Schuss? Nee, einfach nichts mehr essen war seine Devise. Echt? Na, seine Bücher sind dann verboten worden. Das ist ja krass. Zensur im alten Griechenland. Tja, mit Hippies ist halt kein Staat zu machen. Weder früher noch heute. Muss auch nicht. Hä? Hippies und Staat, das ist doch an sich schon ein Paradoxon. Muss auch nicht. Wenn aber dieser Hegesias Staatsoberhaupt geworden wäre... Wären sie alle verhungert. Tja. Gehen wir zum Griechen? Oh ja, so richtig einen fetten Fleischspieß und süßen Imiglikos-Wein. Auf geht's.